Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer Sondersendung von Klagemauer TV. Heute geht es um die Sexualerziehung an deutschen Schulen, genauer gesagt um die Eltern, die das zum Teil sehr besorgt, die besorgten Eltern. Wir freuen uns, dass wir heute bei Matthias Ebert, einem der Initiatoren, zu Gast sein dürfen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, dass Sie hier sind, dass Sie berichten. Und wollen einfach mal damit starten zu fragen, damals, als das mit den besorgten Eltern begann, die ja in der letzten Zeit sehr spektakulär von sich reden machen, im Internet, in der Presse, war das auch so spektakulär? Es hat sehr spektakulär angefangen und zwar jetzt gar nicht groß, sondern es war einfach so, dass ein Freund von uns, der hat eine Tochter und dieses Mädchen hat in der Grundschule den Sexualkundeunterricht eben verlassen, ist rausgegangen. Das haben die Lehrer nicht akzeptiert und mein Freund hat sich aber hinter seine Tochter gestellt und gesagt, Moment, wenn meinem Kind schlecht wird im Unterricht, im Sexualkundeunterricht wohlgemerkt in der Grundschule, dann darf mein Kind den Unterricht verlassen. Das war der Punkt, wo einfach dann das Bußgeld kam und ich sag mal, das Ganze ins Laufen, die berichteten schon darüber. Und wo dann so eine Welle entstanden ist, so eine Welle der Empörung. Wir haben im Januar 2014 die erste Demonstration gemacht und da ging es dann los. Wir haben gemerkt, dass dieses Anliegen einfach unheimlich viele Menschen trifft, ja, auch teilweise Menschen betroffen sind und dass da ein Riesenbedarf ist, eben zusammenzuhalten und dort eine Stimme zu bilden, denn Einzeleltern werden da scheinbar nicht gehört in diesem System. Ja, genau, und seitdem hat sich das wirklich fortwährend entwickelt. 2014 war das Jahr der Demonstrationen. In verschiedenen Bundesländern in Deutschland waren wir in einigen Bundesländern mit mehr, in anderen Bundesländern mit weniger Eltern, je nachdem, wie stark dort eben dieses Thema bekannt war. Ne? Wie würden Sie genau sagen, ist das Anliegen, der Kern des Anliegens von besorgte Eltern? Das Anliegen ist eigentlich, dass dieses Thema mal öffentlich diskutiert wird, dass man mal darüber spricht, was genau wird den Kindern in diesem Unterricht gezeigt, ja? Dass man auch mal Eltern befragt, ist das überhaupt in Ordnung für euch? Denn die Eltern haben laut dem Grundgesetz ja die Pflicht, das Kind zu erziehen, die Pflicht und das Recht auch. Und dieser Pflicht dürfen sie gar nicht mehr nachkommen, weil im Prinzip wird gesagt, Eltern, selbst Lehrer, bleibt dem Klassenraum fern, jetzt kommt der Pädagoge, der Externe, und der bringt den Kindern dann die Sachen bei. Und das halten wir für sehr gefährlich, denn dort gibt es einiges an Inhalten, die wirklich mehr als fraglich sind. Ja. Jetzt kommen Stimmen, ich zitiere mal, wie sie inzwischen tituliert werden, als homophobe, sexistische Drecksäcke, evangelikale Lurche oder Ohrfeigengesichter. Mhm. Es wird gegen sie gehetzt, sie werden diffamiert und bedroht. Warum diese krasse Reaktion? Ja, das fragen wir uns auch. Vor allen Dingen, warum diese krasse Reaktion, warum von gewissen Personenkreisen, nämlich vorzugsweise von den Homo-Verbänden in Deutschland. Warum fühlen sich diese Menschen angesprochen, die Homosexuellen, Transsexuellen, verschiedene Menschen, also aus verschiedenen sexuellen Hintergründen, warum fühlen sie sich angegriffen, wenn wir doch, ich sag mal, für unsere Kinder einstehen und versuchen, unsere Kinder vor der Konfrontation mit sexuellen Praktiken zu schützen? Warum fühlen sich Menschen aus verschiedenen sexuellen, vielfältigen Hintergründen dann angegriffen? Eben diese Frage stellen wir uns das ganze letzte Jahr. Die Polizei stellt sich auch die Frage. In mehreren Demonstrationen wurden wir sehr hart attackiert. Das hat auch die Polizei nicht verstehen können, eben diese Aggressionen, die dort aufgetreten sind. Haben Sie eine Vermutung? Ich habe eine Vermutung, dass gewisse Interessenverbände, wie jetzt auch, sag mal, diverse homosexuellen Verbände, die Angst haben, dass durch das Entfernen dieses Unterrichtes in der Grundschule die Kinder eben nicht die homosexuelle Lebensgemeinschaft mit Kind, mit allem drum dran, Mann, Mann mit Kind oder Frau, Frau mit Kind, nicht als normal ansehen könnten. Nur da geht es ja gar nicht darum. Es geht nicht dem Kind zu sagen, das gibt es nicht, es gibt nur Vater, Mutter, Kind, sondern es geht darum, das Kind komplett von diesen ganzen, ich sag mal, Konstellationen fernzuhalten, denn das interessiert ein Kind nicht. Ne? Das haben Sie ja auch auf Ihrer Webseite als quasi Ihre Grundlage so formuliert, als das Leitbild, genau. Was steht da drin? Im Leitbild haben wir ganz klar gesagt, also besorgte Eltern sind gegen Diskriminierung, gegen Homophobie, gegen Umerziehung und Indoktrination. Und ein anderer Punkt ist einfach, besorgte Eltern sind politisch unabhängig und neutral, aber auch in religiöser und weltanschaulicher Hinsicht. Und wir erwarten von allen Unterstützern, dass sie dies unbedingt respektieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den wir wirklich, den wir fast unterstrichen haben. Denn wir sind gegen diese Punkte, eindeutig.
Wir haben oft genug, auf vielen Demonstrationen, da gibt es auch massig an Videomaterial, das es belegt und unterstreicht, haben wir darauf hingewiesen, wir sind nicht homophob. Wir haben sogar unsere Gegendemonstranten, die Homosexuellen, eingeladen, die Seiten zu wechseln, zu uns zu kommen und mit uns gemeinsam für den Schutz der Kinder einzustehen. Ja. Es wurde jetzt kürzlich in Dresden, vielleicht kann ich das kurz zeigen, wurde auch von Jürgen Elsässer, ein sehr guter Redner, ein Gastredner bei uns dort, wurde darauf auch noch mal ganz klar hingewiesen, dass es nicht um diesen Punkt geht. Ja. Es geht nicht um die sexuelle Vielfalt an sich. Es geht nicht um den Stand, den Homosexuelle heute erreicht haben, dass sie eben nicht mehr verfolgt werden, sondern es geht darum, die Kinder vor allen möglichen sexuellen Praktiken und Richtungen eben zu bewahren. Vielleicht darf ich kurz einen Ausschnitt zeigen? Schauen wir mal rein. Ja. Es geht aber nicht darum, was Erwachsene sexuell machen und wo natürlich jeder gleichberechtigt werden soll, sondern es geht um unsere Kinder. Unsere Kinder sollen vor Sexualität und vor sexueller Indoktrination geschützt werden. Und das hat mit Hetero und Homo gar nichts zu tun. Eben, das ist ein sehr, sehr ausschlaggebender Satz. Es geht um unsere Kinder. Es geht ja nicht jetzt um den Homosexuellen, um den Transsexuellen, um irgendwelche Konstellationen an Lebensgemeinschaft. Es geht hier um unsere Kinder, dass sie von all den Themen, die mit Sexualität, seien es Praktiken oder sonstiges, eben bewahrt werden. Vielleicht schauen wir mal ein bisschen genauer hin, was denn da überhaupt, ich sag mal, im Aufklärungsunterricht läuft oder laufen soll. Da haben Sie bestimmt auch Beispiele für. Ja, also im Aufklärungsunterricht, das, was viele Eltern eben besorgt, verärgert ist, dass einfach Grenzen überschritten werden, ganz klar, bei Kindern, die es gibt. Ich kenne die aus meiner eigenen Kindheit. Es gab bestimmte Themen, selbst jetzt als Erwachsener. Wenn ich jetzt anfangen würde, mit Ihnen über einen Gangbang zu diskutieren, wie das funktioniert im Gruppensex, das sind Themen... Über was? Im Gruppensex, ja. Nee, oder Gang? Gangbang, das sind so Schlagwörter, das ist so ein Gruppensex eben, ja, wo dann mehrere, das sind Themen, wo wir als Erwachsene, wenn wir jetzt hierüber weiter diskutieren würden, ganz schnell einen roten Kopf bekommen würden. Der würde wirklich rot anlaufen, selbst obwohl wir jetzt erwachsen sind. Ja, es ist einfach ein unangenehmes Thema. Darüber redet man nicht, ich sag mal in der Live-Sendung, darüber redet man nicht in der Öffentlichkeit. Aber den Kindern in der Grundschule oder auch in weiterführenden Schulen, selbst da, denen wird so etwas zugemutet. Es wird nicht nur zugemutet, es wird ihnen aufgezwungen. Ja, das heißt, sie dürfen den Unterricht nicht verlassen. Sie müssen diese Dinge mitbekommen. Und da läuft wirklich so einiges. Ne? Können Sie uns was zeigen? Kann man das sehen, was da an Inhalten läuft? An Inhalten läuft da wirklich, also ich kann das mal gerade zeigen. Das ist jetzt ein Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen. Genau, richtig. Der übrigens sehr, sehr gut über das Thema berichtet. Der ist vom 14.10.2014. Da haben wir uns sehr gefreut, dass eine große Zeitung auch so ausführlich über das Thema berichtet. Und eben, wie es die Überschrift sagt, Kinder sollen ihre Lieblingsstellung zeigen, Puffs planen, Massagen üben. Die sexuelle Aufklärung missachtet Grenzen. Die Politik will es so. Kinderschützer schlagen Alarm. Ja, das heißt, die Inhalte, die kann man sich wirklich über den Sexkoffer, die kann man sich ganz einfach im Internet ersehen, wenn man dort eingibt, sexuelle Aufklärungsmaterialien, Grundschule oder fortführende Schule, kommt man da auf ein Material, wo einem wirklich auch der Kopf rot anläuft. Das sind hier steht sowas von Dildos, Vagina, Kugeln, Aktfotos, Handschellen, Blowjob und Cunnilingus. Was auch immer das ist im Moment. Genau, richtig Sachen. Das sind die Dinge, die, ich sag mal, vom Familienministerium NRW als Inhalte für den Sexualkundeunterricht definitiv festgelegt und ausgegeben werden. Es sind Punkte, die zumindest von Sexualpädagogen, von führenden Sexualpädagogen, die die Siegel vergeben für die Pädagogen, für die Einzelnen, die dort in ihren Büchern aufgeführt und empfohlen werden, weiterzubringen. Das Problem ist, dass natürlich, ich sag mal, jeder Lehrer darauf angewiesen ist, auf die Pädagogen, die im Prinzip ihren Rat, ihre Weisheit dort, ich sag mal, preisgeben. Und es hat eine Neuauflage selbst von diesem Buch gegeben, für diese Pädagogen und für die Lehrkräfte an den Schulen, die sich gewaschen hat. Das heißt, mit diesen Materialien arbeiten die Menschen von diesen Sexualpädagogen. Nur wenn man sich anschaut, wer sind diese Sexualpädagogen, die jetzt diese Materialien rausbringen, dann läuft es einem wirklich eiskalt den Nacken runter.
Zum einen ist es sicherlich Alfred C. Kinsey, über den hatten wir schon mehrfach wirklich erzählt. Das ist wirklich jemand mit einer ganz grausigen Vergangenheit, pädophilen Vergangenheit. Nur wir brauchen gar nicht so weit zu gehen. Ja. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung deckt das sehr schön auf. Und zwar auch in diesem gleichen Artikel im Benannten. Da wird auch die Frage gestellt, und das würde ich gerne kurz vorlesen. Wer sind die Vordenker dieser neuen Aufklärungswelle und ist sie überhaupt neu? Ja. Besonderen Einfluss haben die Gesellschaft für Sexualpädagogik, kurz GSP, und ihr Mitbegründer und Vorstand Uwe Sielert, Professor für Pädagogik in Kiel. Sielert ist der Vermittler einer Gender-Sexualpädagogik, mit der drei Lebensumstände entnaturalisieren möchte. Die Kernfamilie, die Heterosexualität und die Generavität. Also die Altersgrenzen zwischen den Generationen. Sielerts Gesellschaft vergibt als einzige in Deutschland ein Siegel für Sexualpädagogen. Der Pädagoge ist gut vernetzt, etwa mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, deren Mitarbeiter er einst war. Auch das Institut für Sexualpädagogik wurde von ihm mitbegründet. Das heißt, dieser Herr Sielert, Professor Sielert, der ist der führende Pädagoge, der im Prinzip die, ich sag mal, die, wie es jetzt gerade gesagt wird, die Siegel vergibt für die Sexualpädagogen in Deutschland. Ja? Nur beruft er sich mit seiner ganzen, mit seinem ganzen Wissen auf Kentler, der eben, ich sag mal, ganz klar ein Päderast war, der sich selbst diskreditiert hat als Sexualforscher. Und da ist eben für mich der Wurm drin. Egal, wo man nach der Sexualkunde, nach den Sexualpädagogen forscht, man hat sehr oft, und also wie eben bei McKinsey auch, genauso auch hier bei ihm, immer den Bezug irgendwo zu Päderasten mit drin. Und das ist eben genau der Punkt, der Eltern beunruhigt. Ne? Was sind das für Leute, die diese Lehrpläne auf die Beine stellen? Und was sind das für Inhalte? Warum muss ein Kind diese Dinge wissen? Was sind das eigentlich für Pädagogen, die das dann rüberbringen und vermitteln? Das sind ja keine Lehrkräfte, sondern speziell eingestellte Vermittler. Das sind junge Leute aus der Uni. Das sind junge Leute, die einfach, ich sag mal, keine Hemmungen haben. Ja, der Lehrer wird rausgebeten. Das sagt der Artikel der FAZ auch ganz deutlich. Ich empfehle jeden, ihm nachzulesen. Der ist sehr gut recherchiert. Der Lehrer wird gebeten, rauszugehen. Dann kommen diese jungen Sexperten rein, wie man sie auch gerne nennt. Ja? Und dann fangen sie an, wirklich ganz unverblümt über die Dinge zu sprechen. Und wirklich den Film Sex We Can. Es gibt diverse skandalöse Filme und auch Materialien, die jetzt in die Schulen eingeführt werden. Der Puff für alle, gab es ja einen riesen Aufschrei, Gott sei Dank. Da wurde ja Gott sei Dank noch die Handbremse gezogen. Nur, das Problem ist, es kommt immer wieder. Es kommt immer wieder. Und es gibt Eltern, die beunruhigt das. Ja? Und genau da treten wir eben auf. Da sind wir eben auf die Straße gegangen und verstehen nicht, wie man Eltern, die eine berechtigte Sorge haben, wie man sich ihnen in den Weg stellen kann und wie man sie angreifen kann. Das kann ich nicht verstehen. Jetzt sind diese Angriffswellen ja doch sehr massiv. Ja. Die Polizeiaufgebote kommen schon in Bereiche von Hundertschaften. Das ist alles keine Kleinigkeit mehr. Nein. Da stehen Sie jetzt als, ich sag mal, normaler Familienvater plötzlich mitten im Zentrum von diesen, ich sag mal, sehr intensiven Erlebnissen und Gegenstimmen. Haben Sie rausfinden können, wer denn diese Gegner sind, die Ihnen da auf den Demonstrationsplätzen in Dresden, Hamburg, München begegnen? Naja, genau, richtig. Also zum einen, im Zentrum stehe ich Gott sei Dank nicht. Ich bin nur ein Teil der Bewegung. Das heißt, wir haben es damals angestoßen. Es gibt mittlerweile so viele Mitinitiatoren, Mitwirker in den ganzen Bundesländern, dass wir wirklich sehr, sehr gut aufgestellt sind, national, aber auch international. Es hat wirklich einen ordentlichen Netzwerkbau gegeben im letzten Jahr. Viele sehr wertvolle Kontakte. Wir merken, es gibt unheimlich viele Menschen und Bewegungen, die es sehr, sehr genauso sehen wie wir auch. Aber zur Frage, wer steht uns dort entgegen? Die Frage haben wir uns auch gestellt. Sind das jetzt rein die Homo-Verbände? Warum greifen sie an? Warum werden sie gewalttätig? Und dann fällt auch immer wieder auf, bei allen Videos der Demonstrationen sieht man die schwarzen Fahnen der Antifa. Ja? Und wir haben auch gefragt, was macht jetzt die Antifa? Was bedeutet Antifa? Das heißt eigentlich Antifaschismus. Ja? Jetzt stehen wir da mit einer Demo in Hamburg mit 20% dunkelhäutigen Menschen. Ja? Wir hatten eine afrikanische Gemeinde mit dabei. Und uns steht die Antifa gegenüber und beschreit uns, wir wären rechts und wir wären, also ich glaube, Menschen, die waren geschockt fürs Leben. Ich glaube, die wurden noch nie als rechtspopulistisch oder als Faschisten bezeichnet. Ja? Also ein riesen Quatsch. Wir haben einen großen Ausländeranteil bei den Demonstrationen, weil gerade, ich sag mal, auch Muslime sehr stark betroffen sind von dieser Thematik. Auch Russlanddeutsche
Deutsche oder auch Russen, sicherlich auch diese afrikanische Gemeinde. Also das heißt, wir haben einen sehr starken Zusammenhalt, auch international. Und dann steht uns da die Antifa entgegen. Und immer wieder haben wir uns gefragt, warum? Warum steht uns die Antifa entgegen? Wir sind Großeltern, wir sind Eltern, wir sind Kinder. Das heißt, wir sind einfachste Leute aus dem Volk, keine wilden Parolen, keine wilden Schilder. Und da steht die Antifa und greift Polizeibeamte an. Ja. Und warum macht sie das? Ich möchte erst mal kurz einen Ausschnitt zeigen, damit man mal einen Eindruck davon bekommt, zu was die Antifa bereit ist. Ich möchte einen kurzen Ausschnitt aus dem Film nur zeigen. Das war jetzt hier eben jetzt in Hamburg, unsere letzten Demonstration. Man sieht, das ist wirklich ein skrupelloses Vorgehen gegen die Polizei. Es ist so, dass diese ganze Demonstration fast eskaliert ist. Wir haben es fast anderthalb Stunden im Schneefall dort aushalten müssen, weil die Polizei nicht geschafft hat, erstmal uns zu schützen. Sie waren unterbesetzt mit 40 Mann, mussten nachher mehrere Hundertschaften nachholen. Und hier sieht man sie wieder, die Antifa. Bis dann wirklich die Hundertschaften da waren und mit Schlagstock und Tränengas diese Wilden, ich kann sie jetzt anders nicht mehr nennen, von uns, ich sag mal, weggeprügelt haben. Ja? Die wurden wirklich mit Reizgas und mit Schlagstöcken wirklich auf Seite weggenommen, denn sie griffen wirklich Polizeibeamte, also sie griffen uns an. Es flogen Eier, es flogen Gegenstände, es flogen Böller in unsere Mitte rein. Die Welt, N24, viel große Zeitungen haben darüber berichtet, dass sogar ein 15-jähriges Mädchen verletzt wurde. Ja, da ist ein Gegenstand angeflogen gekommen, der vermutlich mir gedacht war. Und neben mir stand ein 15-jähriges Mädchen und dieser schwarze Gegenstand ist ihr gegen den Kopf geknallt und sie ist mit der Platzwunde dort rausgebracht worden. Unheimlich, also die Polizei spricht in Hamburg, obwohl sie dort einige Einsätze gewohnt ist, von einem außerordentlich hochaggressiven Verhalten der Gegendemonstranten. Ja. Eben nur das jetzt mal ganz kurz, damit man eine Vorstellung bekommt, mit wem wir es da zu tun haben. Das heißt, das sind Menschen, die rasten so stark aus, dass selbst ein Polizeibeamter sie nicht mehr aufhalten kann. Ja? Und sie sind bereit, wirklich Menschen weh zu tun. Und das bedeutet, wir haben es mit der Antifa. Da haben wir es nicht mit einer Vereinigung zu tun, wie sie früher mal war. Früher gab es tatsächlich eine Antifa, die waren gegen Faschismus. Die haben sich dagegen gestellt, die haben wirklich eine gute Sache vertreten, ja, zumindest vom Herzen her eine gute Sache vertreten, hat nichts mehr mit der Antifa zu tun, wie wir sie heute haben. Ist es denn überwiegend die Antifa, die sich in den Gegendemonstrationen formiert oder sind da noch andere? Das Problem ist, wenn die Antifa und hohe Verbände sich gegen uns stellen, dann kriegt diese ganze Demonstration, die Gegendemonstration, gewinnt den Eindruck, das müssen ziemlich Bekloppte sein, denen die gegenüberstehen. Denn das sind ja, ich sag mal, Homo-Verbände, das sind ja Homosexuelle, die wollen wir doch schützen, das sind doch gute Menschen, es sind doch die Antifa, die sind doch gegen Faschismus, das ist doch alles was Gutes. Also stellt man sich automatisch mit in diese Reihe. Und so hat in Hamburg die Demonstration, die eskaliert ist, die wurde unterstützt von der Hamburger SPD, von den Grünen, von den Linken. Diese ganzen Angriffe, und es wurde sich nicht distanziert, es wurde sich nicht entschuldigt im Nachhinein. Ja? Die ganzen Angriffe, die stattgefunden haben, die sind ja, ich sag mal, ich möchte es kurz zeigen, man glaubt es eigentlich fast kaum, aber einfach um mal zu sehen, wer hat das Ganze mit unterstützt. Hier, das ist die Vielfalt statt Einfalt, so nennt sich der Zusammenschluss, der uns sich dort entgegengestellt hat. Es sind zahllose Homo-Verbände, die sich zusammengeschlossen haben, die sich mit dazu angeschlossen haben. Es gibt hier sogar ein paar Wissenschaftler, die da scheinbar sich, oder Schriftsteller auch, die sich da hintergestellt haben. Aber dann kommt das, was wirklich schockiert. Bündnis 90, die Grünen, die Linken, die Piraten, die FDP Hamburg, die SPD. Es haben sich etliche Abgeordnete haben sich dort hintergestellt. Sie waren mit auf der Demonstration und die Polizei hat gesagt, die gesamte Gegendemonstration, die hat sich gesammelt, zu uns begeben. Und dort gab es diese hochaggressiven Ausschreitungen. Ja, das bedeutet doch, da kann sich ein SPD-Politiker, der dort teilgenommen hat, der das unterstützt hat, der kann sich nicht im Nachhinein davon distanzieren. Beziehungsweise er hätte zumindest sich öffentlich distanzieren und sich entschuldigen sollen. Es hat niemals stattgefunden. Das bedeutet, sie haben teilgenommen, sie haben das unterstützt, eine radikale Demonstration, wo die einzige Partei, die nicht teilgenommen hat, das muss hier wirklich erwähnt werden, die CDU war. Die CDU hat als einzige Partei gesagt, stopp, da gibt es Eltern, die sind besorgt. Und die CDU hat daraufhin den kompletten Lehrplan und die ganzen Unterrichtsbücher, die dort in der Sexualkunde verwendet werden, aus dem Verkehr gezogen, um es intern zu prüfen, um diese ganze die Prüfung vorzunehmen. Ja? Und das hat unsere Gegendemonstranten ziemlich stark aufgeregt. Ja? Das hat sie sehr aufgeregt. Warum wird das jetzt geprüft? Das hat sie so nervös gemacht, dass sie das sogar auf ihrer Gegendemonstration in Hamburg sogar gesagt haben. Sie sagen das ganz offen.
Und das hat ausgereicht, dass die Schulbehörde quasi über Nacht die komplette Fachliteratur für die Lehrerfortbildung aus dem Netz genommen hat. Ganz plötzlich müssen nun alle sexualpädagogischen Fachbücher auf ihre pädagogische Eignung hin überprüft werden. An dieser Eignung hat es zuvor keinerlei Zweifel gegeben. Erst der Protest der besorgten Eltern, erst die Aktivitäten der Hamburger CDU und die manipulative Berichterstattung der Bild-Zeitung haben dazu geführt, dass plötzlich nicht mehr vertretbar ist, was Lehrerinnen und Lehrer bislang zur Fortbildung nutzen konnten. Also man nimmt ganz deutlich wahr, da stört es jemanden ganz gewaltig, dass diese Dinge nochmal auf den Prüfstand gestellt werden. Da will jemand nicht, dass es geprüft wird. Und das merkt man, es hat sie richtig geärgert. Ja. Der gleiche Redner hat noch die komplette Veranstaltung sehr stark noch aufgeheizt, indem er uns wirklich als Faschisten bezeichnet hat. Er hat uns als homophob bezeichnet. Er hat gesagt, es gibt im Regenbogen gibt es kein Braun. Das war eine Aussage von ihm, ja. Also unfassbare Aussagen, womit er 1000 Menschen quasi wütend gemacht hat und diesen dann mit dieser Gesinnung zu uns gezogen und haben dort diese Angriffe vollzogen. Und jetzt ist das wirklich eine Sache, wo ich sage, das ist gefährlich. Denn das haben wir jetzt in verschiedenen Ländern immer wieder auch erlebt, dass dort, ich sag mal, Gegendemonstranten ganz bewusst aufgestachelt wurden, selbst Polizeibeamte anzugreifen, um einfach zwei Parteien zu bilden, um einfach Missverständnisse zu schüren, um einfach wirklich so viele Parteien, wie es nur geht, zu stellen. Selbst uns hat man versucht zu spalten. Man hat ständig gesagt, distanziert euch von denen. Warum berichten die über euch? Warum habt ihr mit dem zu tun? Warum darf der bei euch reden? Es wurde so dermaßen viel versucht zu spalten. Und das ist etwas, was wir ganz deutlich wahrgenommen haben. Ja? Es ist wirklich dieser Versuch, eine Bewegung zu spalten, damit sie an Kraft verliert und damit die Bevölkerung in verschiedene kleine Gruppen wieder geteilt ist. Etwas, was wir sehr stark beobachten konnten, nur am Rande bemerkt. Ja. Sie sind junger Familienvater. Ja. Sie haben einen ganz normalen Arbeitsplatz. Sie wollten eigentlich Ihre Kinder schützen. Ja. Jetzt steht Ihnen hier, ich sag mal, ein massives Bollwerk an Gegenkräften entgegen. Mhm. Wie packen Sie das? Und wie geht es mit besorgten Eltern weiter? Ja, also packen. Es war ja nie so, ich bin nie der Demonstrant gewesen, der irgendwo jetzt bei jeder Demo dabei wäre oder irgendwo Steine geschmissen hätte oder irgendwo groß was bewegt hätte. Es war einfach so, ich bin betroffen. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich bin betroffen, ich habe kleine Kinder. Meine Tochter ist jetzt eben in der zweiten Klasse schon in der Grundschule. Das bedeutet, irgendwann bin auch ich mit dem Thema konfrontiert. Und irgendwann ist jeder von den Eltern, die vielleicht jetzt hier zuschauen, auch mit dem Thema konfrontiert. Oder halt die Enkelkinder von den Großeltern, die das sehen. Egal, es ist eine Entwicklung, die unsere Kinder wirklich sehr, sehr gefährlich beeinflusst, sehr gefährlich eben auch zerstört, unserer Meinung nach. Ja? Und von daher habe ich die Möglichkeit, nichts zu machen und irgendwann ein kaputtes Kind zu haben oder etwas zu tun. Und dafür habe ich mich entschieden. Und ich bin nicht alleine. Das ist eben jetzt, wenn wir jetzt vorausschauen, ist das wirklich das Netzwerk, wo ich sagen kann, was jetzt sehr stark gewachsen ist letztes Jahr, was richtig Kraft gibt einfach. Wo ich nicht alleine bin, sondern wo wir viele sind, die gemeinsam arbeiten, gemeinsam wirken. Ne? Sie machen weiter? Ja, auf jeden Fall. Mehr denn je. Wie? Wir haben im letzten Jahr, ich sag mal, sehr stark dieses Netzwerk gebaut, mit eben Eltern national, auf nationaler Ebene, sehr viele Eltern dazu bekommen, in verschiedenen Bundesländern, Eltern, die Verantwortung übernommen haben, auch in dieser ganzen Bewegung, die gesagt haben, wir machen jetzt den Mailverteiler, verschiedene Bereiche, wo einfach Verantwortung übernommen wurde, die uns unterstützen, aber nicht nur national, es ist auch international, die Presse im Umland hat unheimlich stark berichtet, als sie das mitbekommen haben, hey, das kann doch nicht sein in Deutschland, das darf doch nicht wahr sein, dass dort so etwas stattfindet. Ja? Die haben wirklich unzensiert die ganze Bandbreite dargebracht. Es ging bis nach Russland. In Russland haben massig viele Fernsehsender haben darüber berichtet. Wir waren auch im Ausland unterwegs. Also letztes Jahr war ich in Moskau auch geladen zu Pressekonferenzen, zu einer Talkshow, zu einer Sendung. Also es wurde sehr, sehr viel über dieses Thema berichtet. Wir haben Unterstützung aus dem Ausland bekommen wie nie zuvor. Also es war ganz herrlich. Und man merkt richtig, hier ist ein Punkt getroffen worden, der auf internationaler und nationaler Ebene viele Menschen betrifft. Und die atmen auf, dass es jetzt endlich mal ein gemeinsames vorausgeht. Ja, und das freut auch mich. Das gibt auch die Kraft. Ja, vielen Dank. Das war jetzt wirklich ein sehr intensives Gespräch. Ich hoffe, dass es auch für Sie, für die Zuschauer, wirklich sehr viel Aufschluss gegeben hat. Weitere Informationen finden Sie im Netz unter Besorgte Eltern und in vielen anderen Veröffentlichungen.
Ja, danke, dass wir hier sein durften und ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihrer Frau, natürlich insbesondere Ihren Kindern und hoffe, dass Sie zukünftig weniger Grund zur Sorge haben. Das wünsche ich mir auch, das hoffe ich auch. Vielen Dank, dass Sie hier waren, vielen Dank für den Bericht. Ja, eben, es ist sehr viel wert, dass die Menschen davon erfahren. Schönen Abend noch, gute Heimreise. Danke. Tschüss. Tschüss.